Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Minecraft. So, wir brauchen jetzt die nächsten Etagen. Ja, was heißt wir brauchen, aber so die Vorbereitungen. Da haben wir 1, 2. 1, 2. Ich muss da echt, ich muss immer wieder überlegen, damit ich das auch echt richtig mache. Weil ich da rauskomme. Doch ja, müsste stimmen. Muss mal eine bauen. Doch, ja, das ist so. 2, 3. So, da muss ich mal gucken, in welche Richtung ich wie viel habe. 2, 3. Also, in die Richtung haben wir 3. Und in die Richtung dann 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, das stimmt. Drei und zwei. La la la, la 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 la. Schubidubidu. So. Da wird ja dann wieder der Boden hingesetzt, ne? Jetzt kann ich das ein bisschen höher machen. So, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, das war schon wieder die falsche Richtung. Das war schon wieder die falsche Richtung. Sondern hier. Hier müsste das sein. Ja, schon besser. Schon besser. Das stimmt schon eher. Da. So, und 2. Ich werde jetzt für euch noch eine Etage ausheben und den Rest werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen, weil ich glaube, das würde sonst einfach viel zu lange dauern. Ihr dürft natürlich auch gerne sagen, nein, wir wollen das sehen, aber ich bezweifle, dass ihr da Bock drauf habt. Ne, wenn sich hier schon ein paar Zuschauerchen beschweren, weil ich irgendwie 2 Folgen lang Holz abgebaut habe, was ja eigentlich auch mal dazu gehört. Aber wenn sich da schon um 2 Folgen Holzabbau beschwert wird, es wäre zu langweilig, dann wird das hier mit Sicherheit auch nicht besser sein. Aber was ich machen kann, ist, dass ich die Spawn-Etagen von unten her schon komplett abschließe, weil da passiert ja nichts. Ne, wenn ich hier nach oben baue, können ja schlecht von oben die Viecher runterfallen. Wenn ich jetzt von oben nach unten baue und ich dann hier baue und von hier kommen dann ständig die Viecher runter, das wäre schlechter. Aber so könnte man das natürlich auch machen. Ich mache hier immer die Etagen bereits fertig. Und dann haben wir schon mal hier eine kleine Farm, Betonung auf klein wahrscheinlich, die dann halt schon mal was produziert. Nämlich Münsterchen.
So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, wenn wir dann mal ein bisschen weiter oben sind und nicht mehr diesen tiefen Schiefer haben hier die ganze Zeit, dann geht das auch noch einen Tick schneller. Weil dieser tiefen Schiefer, der baut sich halt echt zäh ab natürlich, ne? Der baut sich halt echt zäh ab. Und da dauert das dementsprechend natürlich deutlich länger, als wenn ich hier normalen Stein abbaue. So, jetzt haben wir gleich hier die Grundetage fertig. Und dann kommt der Feinschliff gewissermaßen. So, wir könnten dann auch mal mit unserer Slime-Farm zum Beispiel weitermachen. Da haben wir auch noch Bedarf. Sehr großen Bedarf tatsächlich. Wenn ich bedenke, dass wir eine ganze Menge klebrige Kolben brauchen für unsere Kürbis- und Melonenfarm, die wir auch noch bauen möchten. So. Jetzt, bevor wir hier die Sachen wieder reinsetzen, ziehen wir erstmal die Rohstoffe aus den Wänden. So. Einmal die Rohstoffe aus Decken und Wänden. Und dann werden hier die Böden wieder reingezogen. La 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 la. So. Oh, da muss ich aber gucken, weil ich brauche ja auch noch Wasser für die Etagen. Da müsste ich unter Umständen mir vielleicht mal hier, so lange wie ich noch nicht fertig bin mit dem Bauen, einen unendlichen Brunnen hier irgendwo in den Gang reinzwiebeln, damit ich hier Wasservorräte habe. Ja, und wir brauchen natürlich dann noch immens viel Eisentüren und Obsidian-Druckplatten. Das brauchen wir ja alles auch noch. Oh, huch. Das brauchen wir auch noch alles. Na, also wir haben hier schon gut zu erledigen, sag ich mal. So. Da machen wir jetzt hier nochmal die... Ja, gut gemacht. So, da haben wir Spawn-Etage Nummer 2. Du gestattest. So, ich habe jetzt auch genug Steine mit. Das heißt, wir können jetzt da auch hier mit den Leitern weitermachen. Und da können wir drüben eigentlich dann schon wieder dicht machen. Oh ja, guck mal, hier kann man sogar, hier könnte man das ganze Ding schließen, weil hier ist das nur sehr, sehr klein und ist eh hier im Weg. Von daher bietet sich das gerade an, das einfach zuzumachen.
Weil hier soll ja praktisch auch keine Spawn-Etage her. Jetzt geh doch mal hoch. Hier soll gewissermaßen auch keine Spawn-Etage reingezogen werden. Das ist ja eigentlich nur der Aufgang bis zu unserem Lager hoch, glaube ich. Oder beziehungsweise bis zum Tunnel. So, ich mache jetzt mal hier das Ding an. Oh, alter Fledermaus! Fliegt mir doch nicht so vor die Nase! Je! Spinne! So, einmal gut ausleuchten. Das ist das, was ich meine mit diesen großen Höhlen. Die, wo man dann halt ausleuchten sollte, damit die Viecher halt auch wirklich da spawnen, wo sie spawnen sollen, wo man sie haben möchte. Und nicht in irgendeiner etwaigen Höhle, die, ja, das Spawnen halt einfach verhindert, ne? Und man sieht, das ist teilweise schon echt groß. Ja, oben geht's auch nochmal weiter. Also da muss man dann echt drauf achten, alles gut auszuleuchten. Damit da nichts schief geht. Oh je, hier geht's auch wieder runter. Oh komm. Jetzt habe ich da. Jetzt brauche ich da mal ein bisschen weiter weg. So. Das ist dann übrigens auch das, wo ich gesagt habe, wir müssen dann mit dem Spectator-Modus dann zwischendurch mal gucken gehen. Es gibt ja auch immer so kleine Ecken und Nischen, die, wo man vielleicht so überhaupt nicht sieht auf der Map, wo man dann halt auch wo man dann halt tatsächlich auch. Oh, hallo, jetzt geh doch mal. Danke. Wo man dann tatsächlich auch mal gucken muss. Und wenn man dann natürlich so 5, 6 kleine Nischen hat, die wo man nicht sieht, ist dann natürlich problematisch, weil dann natürlich da auch eventuell die ganzen Viecher spawnen. Und natürlich dann das Spawnen in der Monsterfalle selber wieder behindert, ne? So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich bleib jetzt einfach mal hier im Kreativmodus. Das ist wieder so eine kleine Ecke, die man zuschütten könnte. So, das sieht gut aus. Dann machen wir hier noch und hier noch. So, hier hatte ich eine Ecke. Da wäre ich auch so nicht rangekommen, ohne... Das ist auch die Endet. Das könnte man eventuell auch zumachen. So, sonst noch irgendwo eine Ecke, da hinten vielleicht. Ja, da haben wir auch noch eine Ecke. Ja, das ist auch nur so ein kleines. Also hier die ganzen Ecken bis zu dem großen könnte man theoretisch zuschütten, muss man aber nicht natürlich. Weil das Zuschütten und so, das kostet ja auch wieder Zeit, ne? Können wir da oben noch was hinsetzen? Aber ansonsten sieht das hier jetzt gut aus. Hier kann man noch was machen. Und da. Aber ansonsten sieht das gut aus. Und ich glaube, so kann man das erstmal lassen. Da sollte jetzt vorerst zumindest nichts mehr passieren. Und die gute Sira muss dann jetzt erstmal wieder ihren Zugang finden zur Monsterfalle. Wo war das noch? Da oben? Wo war mein Zugang für die Monsterfalle?
Oh, wobei, guck mal, hier kann man vielleicht noch was hinsetzen. Da sah das relativ dunkel aus. Wo war jetzt der Zugang zu meiner Monsterfalle, ist die Frage. Hallo, ich hätte es markieren sollen. Also das war auf jeden Fall hier. Ah, da. Da haben wir es gefunden. So, dann könnten wir jetzt hier weiter. Ja, genau. Die Fledermaus kommt und fliegt einfach mal in unsere Monsterfalle rein. Warum nicht? Ja, sehr gut. Da sind wir fertig. Oje. Nicht gut. Blutmond. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das cool finde, dass man mittlerweile die Leiter nach unten ziehen kann? Hatte ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Hallo? Ich kann... Jetzt. Ich finde das irgendwie voll cool, dass das geht. Oh nein. Oh nein. Bau das mal schneller ab. Danke. Zumachen. Erstmal. Der Blutmond ist natürlich saupraktisch, wenn man die Monsterfalle fertig hat, ne? Dann spawnen natürlich dreimal so viel Viecher. Viermal so viel Viecher. Das ist natürlich unglaublich praktisch. Aber zu dem Moment, wo man die gerade noch am Bauen ist, ist das nicht mehr so praktisch. Und... Ja, toll, ey. Ich hab's natürlich falsch gebaut. Wäre ein Wunder, wenn das klappen würde. Wollte ich das nicht sowieso irgendwie an der anderen Seite machen? Och, Leute. Jetzt geh da hin. Gott. Wow. Wenn ich bedenke, das müsste eigentlich... einen Stock rüber oder so. Boah, ernsthaft, ey. Warum? Ich hatte doch zu Beginn gesagt, ich muss das anders denn machen. Warum habe ich es dann trotzdem so gemacht? Und vor allem falsch. Oha! Also, ne, man hört jetzt, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge los. Also normalerweise müsste ich... Doch, ich habe gesagt, ich muss in den Süden runterbauen, ne? Normalerweise müsste das hier eigentlich sein. Ich muss da gerade noch mal schauen. Zur Not ändere ich das gleich mal offscreen. Oh. Ja. Jetzt hör doch mal auf, so schnell da runterzukommen. So, 55. Wo ist der Gang? Da. Da ist der Gang.
Und da kann ich jetzt auch gerade hoch. So, da muss ich ein Stück leider umdisponieren. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Da muss zu. Das muss so. Das muss so. Ich möchte halt jetzt auch nicht hergehen und das um eins. Das eine um einen Punkt zu versetzen, das andere zu lassen. Das würde auch scheiße aussehen. So, das heißt, das ganze Ding muss noch ein Stück hinter und dementsprechend müssen dann die zwei Etagen auch noch ein Stück hinter. Ja, das werden wir dann in der nächsten Folge angehen, weil Frau Sira natürlich mal wieder alles verbockt hat. Ne? Es wäre ja mal ein Wunder, wenn ich mal auf Anhieb alles richtig machen würde. Aber so ist das halt. Ne? Okay, gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also tschüss.